Hier ist Pedro Pistola in Istanbul. Als erstes muss ich natürlich ein Visum kaufen, weil ich ja Ausländer bin. Auch in der Schweiz bin ich US-Amerikaner und ja, das kostet 25 Euro. Also ich habe mir jetzt das gekauft, habe ein Visum. Es ist einfach gewesen, keine Frage. Ja, jetzt geht es weiter. Also, nachdem ich jetzt 25 Euro für das Visum gezahlt habe, habe ich gedacht, okay, Wechsel ist ein bisschen Geld. Mindestwechselbetrag ist 10 Euro, habe ich mal 10 Euro gewechselt. Da hat es jetzt 126 türkische Lira gegeben. Obwohl es eigentlich ein bisschen grösser ist, der Kurs. Aber ja, hier im Flughafen ist es halt so. Jetzt gehen wir mal raus und schauen. Also, passiert habe ich mit dem Visum. Er hat mich zwar schräg angeschaut und hat ein paar Fotos vom Pass genommen. Ich bin immerhin US-Amerikaner in Kriegszeiten. Und jetzt schauen wir, wie ist der Bullock gesehen. Also, jetzt habe ich mal ein Busbillett gekauft für 52 türkische Lire. Das heisst, ich habe jetzt immer noch etwa 70 türkische Lire. Das heisst, ich komme auch wieder zurück. Und ich habe jetzt einmal ausgewählt, auf Taksim Place zu reisen. Dort hat es scheint ein Nachtleben und da kann ich Trompete spielen. Mal schauen, was passiert. Also ich bin jetzt im Bus, man muss eine Maske hier haben, hat man ja gesagt. So, ja. Mal was Neues, gell? Ja, mal schauen, wie die Fahrt wird. Also, jetzt bin ich hier angekommen am Taksim Place. Ich habe noch keinen Platz gefunden, aber hier sieht es in die Richtung aus, wie wenn es schon ein bisschen Leute hat. Bushaltestelle ist ein bisschen komisch, es hat viele Taxifahrer gehabt. Vielleicht heisst es wegen dem Taxi hier. Jetzt haben wir irgendwie eins am Morgen, aber es hat immerhin, es hat einmal noch Leute hier. Wenn man hier keine Strassenmusik machen kann, Mitternacht, weiß ich nicht, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Bueno, Pedro Pistola. Also das ist jetzt offensichtlich der Taxi-Platz. So, ich habe also auch schon einen Pennplatz gefunden, hier auf dem Bänkli. Schlafen schon Leute, das ist wunderbar. Ja, es ist eigentlich ruhig, aber es hat immer noch Leute. Ja, probieren wir mal zu spielen. Wer weiß, was passiert. Also ich habe jetzt gespielt, ein Zeitchen und doch 20 türkische Lira verdient. Da kann man jetzt noch nicht viel kaufen. Es gibt immer Toast und Kaffee im Burger King, aber das mache ich sicher nicht. Jetzt latsche ich mal hier die Strasse ab und höre, was es da alles noch gibt. Istanbul, Pedro Pistola. Bueno, haben wir andere Musiker gefunden und ein bisschen mitspielen. Und ja. Irgendwie 4 Uhr morgens, ich bin immer noch in Istanbul, habe hier ein bisschen gespielt und es ist unglaublich. Ich habe also fast 125 türkische Lira gemacht. Mit dem kann ich also wunderbar essen und ich habe immer noch ein paar Stunden hier Zeit. Und es ist ein bisschen ruhiger geworden, aber nice city, I love it. Okay, thank you. There you go, brother. You cut yourself. Okay. Also, jetzt ist irgendwie offensichtlich, es ist immer noch Nacht. Die meisten Bars haben zu, aber man hört schon ein Muezzins singen von der Moschee. Das heisst, es geht wirklich nicht mehr lang und irgendwann wird wohl die Sonne aufgehen. Super schön. Aha, hier mein Punky-Kollege, der. Ja, wir haben es zusammen wunderbar gehabt heute da. So. Vom Iran. Yes. Jo. Saludos de Istanbul. Muy bueno. So, der Muezzin hat recht gehabt. Es ist bald Sonnenaufgang. Wir sind immer noch hier auf dem Taksimplatz. Und die Strasse, hat man mir gesagt, fährt ans Meer oder an Bosporus, dort wo Asien und Europa sich treffen. Ich glaube, dort werde ich den Morgen verbringen. Immerhin bin ich ein bisschen müde und das frische Wasser macht mir sicher gut. Also, lassen wir noch ein paar Eier. Wow, voll cool. Also, ihr seht das bisschen Wasser dort mitten in der Stadt.
ist tatsächlich der Übergang zwischen Asien und Europa. Ist sehr klein. Dort gehen wir jetzt baden. Und die Sonne geht schon mehr auf. Schaut euch das an. Istanbul und das Van. 20 vor 6. Yeah. Cool. Dort seht ihr das Wasser. Tada. Yeah. Also, was eben früher noch in der Türkei kennen viele noch den Atatürk. Das hat sich die Zeit geändert. Jetzt ist es der Atatürk mit dem Automobil. Und das parkiert er natürlich im Autopark. Sevdiğim seni koyuyor.